viel mehr als Gesprächspartner. Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Gefühle steuern unser Leben. Deshalb haben wir sie ja. Das ist ja genau das, was uns aus der Steinzeit rausgebracht hat. Wenn ich die rote Beere da im Wald gefunden habe und habe es gegessen und die war süß, dann ging es mir jetzt richtig gut. Oh, jetzt habe ich auch einen richtig guten Grund, wenn ich das nächste Mal in den Wald gehe, auf rote Beeren zu achten. Bis ich die wieder entdecke, die das letzte Mal so süß geschmeckt hat. Das ist der Antrieb bei allem, was wir tun. Nur dafür muss mir halt auch klar werden, wie ich mich überhaupt fühle. Also dann muss mir eben auch klar werden, wenn ich jetzt wieder eine rote Beere esse und die schmeckt bitter, oh, jetzt geht es mir gerade nicht so besonders gut. Toll, jetzt kann ich auch unterscheiden. Jetzt kann ich auch entscheiden, welche Beere ich beim nächsten Mal esse. Und meine Aufmerksamkeit richtet sich dahin. Und mit Gefühlen können wir alle unglaublich gut umgehen. Sie sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Deshalb fühlst du dich dann auch ernst genommen, sobald einer das Gefühl nennt. Nur fehlen uns dafür oft die Worte. Das ist so natürlich bei uns. Wir gehen schon automatisch davon aus, dass der andere das genauso fühlt, weil das das Zentrum ist. Und dann fehlen uns oft die Worte, weil wir das gar nicht für nötig erachten, darüber zu reden. Wie es beim Kajan eben ja war. Wenn er dann drüber redet, drückt er möglicherweise das Gefühl nicht aus. Aber er findet jetzt viel eher dazu. Und das kann halt auch mal 2, 3 Anläufe dauern, bis es dann ausgedrückt wird. Und das, was du da ansprichst, dass du dir dann halt ein bisschen blöd vorkommst, wenn einer die Frage vermeintlich nicht beantwortet. Das ist dann der Grund, warum Kommunikation so oft schief geht. Weil es missverstanden wird. Und wenn dann noch 2-mal nachgefragt wird, fühlt sich der andere blöd und denkt, und zack, haben wir den Salat. Eine Pause nach einer Frage wäre gut. Und drüber nachdenken. Dann rede ich halt im Stillen mit mir und komme vielleicht viel eher auf die Worte. Ich stehe dann oft auf, mache irgendwas, wasche mir die Hände. Ja, richtig. Keine Ahnung. Ja. Ich frage so eine Frage und danach sage ich direkt, oh, ist das schönes Wetter draußen. Ja. Ist ja der Oberhammer. Was du da machst, ist, du lässt dein Hirn im Hintergrund. So lösen wir Probleme, das läuft hinten dran ab. Du gehst dir die Hände waschen und dein Hirn kann hinten dran, während du dir vorne die Hände wäschst, hinten, jetzt habe ich's und zack. Das sind diese blitzartigen Ideen, die dir dann kommen, wenn du mit dem Händewaschen fertig bist und hast gesagt, ach Mann, das ist es. Das ist auch, was du im Fußball benutzt, Kai, oder beim Training? Ja, oftmals. Nur muss ich auch einräumen, dass gerade während dem Tun mir auch vieles auffällt. Nicht nur jetzt, was die Mannschaft an Trainingsinhalten gerade so darbietet. Unter anderem passiert das, wenn ich mit meinem Co-Trainer, mit Jens Stosenberg, rede und dann entstehen Sachen. Also was du meinst, ist, du redest und er ist versucht einzuhaken. Er hatte lediglich Mimiken, die er einsetzen kann. Und ich glaube, das sind eben diese Selbstgespräche, in dem Fall Selbstgespräche mit einem zusammen. Ich finde halt, dieses laut äußern zu können und es bleibt bei uns und da entstehen die Dinge. Da sortieren wir uns wieder und dann kommt tatsächlich dieser Blitzeseinfall, die habe ich dann oft. Da liegt eine Wahrheit drin, ja. Wie bindest du denn ein neues Mitglied ein in dieses bestehende Team? Also ihr habt auch ein paar Neuzugänge, kriege ich dann immer bei Facebook angezeigt und Instagram. Das dürfte ja eine Sprache gesprochen werden bei euch, die der gar nicht verstehen kann. Es ist nicht nur die Sprache, es ist auch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Da erschrecken sich auch einige und warten auch auf so Rügen, wenn sie mal nicht so überzeugt waren von sich und es kommt nichts. Es ist fantastisch zu beobachten, dass sie erstmal körperlich gar nicht klarkommen, weil wir uns nicht warm machen, sondern warm spielen. Es geht direkt los.
Das Zweite ist, sie kommen nicht klar damit, dass keiner sich aufregt, wenn du einen Fehlpass gespielt hast oder irgendetwas nicht funktioniert hat. Im Gegenteil, es kommen Aufmunterungen. Ja, da musste ich erstmal dran gewöhnen als Spieler. Das ist das Zweite ist, das war das Erste. Das Zweite ist die Aufnahme so gesellschaftlich, dass er sofort eingebunden wird. Es gibt eine rege Kommunikation. Ja, und das liegt natürlich auch daran, dass meine Spieler tatsächlich da eine Mitsprache haben, wen wir holen. Das heißt also, im Vorfeld kommt ein Name von mir oder von meinem Teammanager oder Leute, die sich um den Fußball da kümmern, und die Jungs reden da mit. Und mit einem Einverständnis, Spieler werden geholt und dann geht's los. Die Interaktion ist bei uns dermaßen schnell und ergiebig. Ich habe letztens noch vorm Spiel eine kleine Unterredung mit meiner Mannschaft gehabt und habe gefragt, warum denn wir besonders wären in der Auffassung von anderen, weil ich das so oft höre. Ihr habt ja eine tolle Gemeinschaft, seid ihr so besonders und all diese Dinge. Und habe ich gesagt, gefragt, was ihr meint, einen Hauptgrund zu haben. Das konnten die mir nicht beantworten, weil genauso wie eben, jeder ist halt normal. Und normal sein kann man irgendwie, kommt, fehlt einem die Sprache. Also wir machen ja nichts Besonderes in unserer Auffassung, weil wir ganz normal sind. Das heißt, so wie wir privat sind, so wie wir zu Hause sind, so wie wir zu unseren Freunden sind, so sind wir auch an einem Spieltag, an einem Training. Ja, wie willst du denn sowas erklären? Also da ist nichts Besonderes und daran oder darin liegt die Besonderheit. Fehlen mir die Worte. Das stimmt, Matthias. Dafür fehlen mir die Worte. Wenn du es versuchen tätst zu beschreiben, wie würde das dann klingen? Wie wohin? Also es wäre sehr, sehr schwer, weil ich halt Privates und Geschäftliches nicht trenne. Es ist immer nur ein Leben und da kann ich nicht raus. Und wenn ich so bin, sehr freundlich, höflich, eine Sprache auch wähle, die beweglich ist, die nach vorne geht, die Menschen ermutigen, ja, das ist halt Normalität bei mir. Alles andere finde ich ungesund und für mich ist Gesundsein normal und das drücke ich in allem aus. Matthias, wie wichtig ist es, auch sich dessen immer wieder bewusst zu sein und sich zu machen, wie toll das alles ist? Genauso wichtig, wie sich immer wieder bewusst zu machen, wenn was blöde Gefühle erzeugt. Gerade dieses, das auf beide Seiten genauso zu behandeln und zu betrachten, ist es ja, was die Kreativität fördert. Also der Geil hat es eben angesprochen, dass die Leute sich wundern, dass sie nicht gerügt werden, wenn sie was falsch gemacht haben. Das ist auch so ein Ding, falsch gemacht. Sie, genau genommen haben sie was anders gemacht. Und wenn ich jetzt dafür gerügt werde, dann lenkt das meine Aufmerksamkeit dahin,